Hallo und willkommen bei der nächsten Folge der Trainerkarriere mit der TuS. Und ja, Hoffenheim ist erst. Haben die nicht letztes Jahr die zweite hier gewonnen? Und wir spielen übrigens jetzt erstmal Deutschen. Also hätte ich das gewusst, hätte ich, wäre das auch noch drin. Bei Einfallstopp darf kein Spieler der gegnerischen Mannschaft näher stehen als, ich glaube, 5, 7, 9, 7. Jetzt hätte ich auch 9. Weil warum dürfte man nicht 7,53 Meter vom Ball? Steht da. Hey, warum so eine Kommazahl? 9 Meter. Aber warum so eine Kommazahl? 9 ist am logischsten. Die Kommazahl am kleinsten ist. Und wir sind immer noch weiter. Hertha, Bayern, Bielefeld. Wolfsburg, Bremen, Dortmund, Leverkusen und die TuS aus Koblenz sind drinnen. Die Fans bekommen einfach nicht genug von dir. Du würdest gebeten, an einer streng moderierten... Oh, ich hätte mit Fans teilzunehmen. Da der Chat moderiert ist, kannst du dich dafür verlassen, darauf verlassen, dass du jederzeit einen zivilisierten Bahn verlaufen. Du nimmst an diesem Chat teil, wenn du sagst, Flo FIFA, erster MM, Flo FIFA, der Fußball... Warte. Du nimmst an Chat und der Benutzernamen Flo FIFA erster Macht. Oder Flo FIFA. Genau. Ist logisch. Hertha ist jetzt unser Gegner. Da wo wir hin wollen. Nach Berlin. Jetzt ist der 17. Okay. Jetzt ist der 17. später. Eigentlich war jetzt erst die Folge vorbei. Fällt mir jetzt sehr früh auf. Super. Welche spanische Team hat ein Fledermaus im Wappen? Ein 1:1 gegen die Hertha. In Ordnung. Ist gut. Wir erstellen gerade unsere Finanzenplan das nächste Jahr und suchen nach einer Möglichkeit, die großartigen Fanbeziehungen in höhere Profit und so. Wir denken darüber nach, im nächsten Jahr Ticketpreis zu erhöhen. Was halten Sie davon? Die Fans werden über solche Preisveränderungen verärgert sein. Das ist keine Belohnung für Ihre Unterstützung. Eure Preise an den Verkaufsbuden würden weniger nach Abzocker aussehen. Hören Sie die Ticketpreise, also Angebote und Nachfrage regeln den Markt, meine Freunde. Müssen wir. Wir lassen das erhöhen für nächste Saison. Das wird natürlich die Fans nicht freuen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich finde das grottig. Aber wir machen es. Mehr Geld ist besser für uns. Und wir können ja trotzdem noch senken mit Mittel und Hoch. Niedrig. Noch nie niedrig genommen. In welchem Jahr wurde Liverpool gegründet? 2-0 abgeschossen. Das ist schön. Das ist wieder sehr schön. Jetzt eigentlich müssen wir nächstes Jahr mehr bekommen. So. Aha. verloren, Bremen aus Wenzel. Deswegen so spät die Reaktion. Es ist kein Problem, wenn wir nicht mal dadurch international spielen würden. Wir sind hier als Aufsteiger. Und nicht als Meister. Oder als Vizemeister von letzten Jahr, der unbedingt gewinnen muss. Nein, meiner Meinung nach ist der Nichtabstieg das Ziel gewesen. Und meine Meinung als Cheftrainer ist die Meinung. 0-0 gegen Hoffenheim ist auch schön. Was hat Flo FIFA vor, jetzt wo das Transferfenster offen ist? Nix. Wenn ich ganz ehrlich bin, nix. Geöffnet, ja, nö. Machen so weiter wie die ganze Zeit. Adriano ist zweitbester Torschütze der Liga. Welches Symbol ist das Trikot von? Okay. Okay, die Lehrerin kenne ich. Nee, weil
Das ist meine alte Grundschule und dann gucke ich gerne doch mal raus, wer da ist. Welche Lehrerin gerade was macht. Nee, deswegen, weil ich war selber, ich war auch heute da mit meinem gebrochenen Handgelenk. Hab ein bisschen mit denen geredet. Weil die ganze Zeit hier zu sitzen ist auch langweilig. Ich kann nicht richtig zocken, ich kann nur simulieren. Computer kann ich auch nicht richtig spielen, weil mit. Ich kann meinen Finger nicht richtig bewegen. Super. 3-0 schießen die uns hier ab. Oh, so lange spinnen die doch wohl. Bielefeld. Bielefeld. Der hat ganz schön abgerutscht. Wie oft hat der Premier League gewonnen? Einmal. Man denkt so, wie oft? Und so was Riesiges. Kommt da einmal raus. Ganz trocken. 3-0 Bielefeld abgeschossen. Ich fände es mögen uns wieder, das ist schön. Und jetzt Vizekusen und unser bester Torschütze. Wir haben den besten Torschützen und wir spielen gegen Vizekusen, das ist auch was. Unsere Mannschaft hat die meisten Spiele nah. Ich sagte nah und dann kam Nettes. Weil das hatten wir auch schon öfters mal gehabt. Und mit öfters meine ich nicht nur ein oder zweimal. Und wir haben die Werkself, also Vizekusen, wirklich weggeschossen. Es gab in den letzten Zeiten Streitigkeiten bezüglich der Musik, die direkt vor dem Spiel in der Hauptstadt gehört wird. Verbietet jegliche Musik. Schließen Sie die Fernbedienung nur für die Stereoanlage weg und spielen nur noch meine Musik. Lassen Sie Ihre Streite austragen, vielleicht finden Sie diese Weise sogar Gefallen, was Neues. Ja. Sag ich doch. Da sind wir schon wieder mit Bayern punktgleich. Und wir haben, wenn ich bin, 2 Spiele mehr. Es gibt keinen Abseits während Eckstoß, Einwurf, beiden. So, 4-2. Sagen wir der Demdienstleistung, die Medien sind voll und willen. Dass du als Nachfolger des Nationalmann-Trainers gerne will und dein Land zur Weltmeisterschaft führen sollst. Du solltest besser eine Erklärung dazu abgeben. Ich fühle mich dadurch gehörig geschmeidig, aber es gibt so viele gute Trainer. Es freut mich zu hören, dass mir meine harte Arbeit mit Tutskoblenz vielleicht bald das Tor international öffnet. Das wäre zweifellos eine Ehre. Aber im Moment bin ich zu sehr mit meinem Verein beschäftigt. Jobsicherheit, Fanunterstützung. Die Fans lieben mich. Bayern. Wir sind wieder ein Punkt nur. Oh. So, die Meisterschaft ist doch noch offen. Und wir haben gerade ein Spiel gegen den FC Bayern München. Ich glaube, das erste Spiel war 0-0. In der Allianz Arena. Kann sein, dass wir uns jetzt abschieden, kann auch sein, dass wir die jetzt besiegen. Oh, das ist wieder ein Unentschieden. 2-2. 3-0! Wir besiegen die Bayern 3-0. Tuskoblenz 3. FC Bayern München 0. Nee, so, jetzt sind wir gleich mal auf Tabellenplatz 1. Okay, wir haben viel mehr als Platz 1. Wir haben mehr Spiele. Von welcher Saison an wurde in der italienischen Liga für Siegepunkte angestellt und 2 Punkten vergeben? Von welcher Saison an wurde in der italienischen Liga für Siege 3 Punkte an 2a? 3 anstatt 2. Okay, ist auch eine Sache. 1-0 gewonnen, ist auch wieder was Schönes. Der Transfermarkt ist wieder geschlossen. Es gibt ganz am 27. Spieltag wurde schon vermutlich geschlossen, also ich bitte euch. Ein bisschen realistischer. So, wie lautet der Spitzname für die Spieler von Manchester United? Reds. Die Blues sind die Stadtrivalen. Der einzige Leib. Aber wir waren eben Tabellenplatz 1, was sehr bitter ist, dass wir jetzt verloren haben. Gut, jetzt mal kurz vergleichen. Okay, ein Spiel, die haben 3 Spiele weniger, okay. 1 Punkt in Führung. Das ist nicht so gut, die Hoffnung auf Nein.
Wie viele Ligatitel hat Arsenal gewonnen? 13. 15 ist zu glatt, dann genau wie 10, 13. Sag ich, ist richtig. Ist richtig, so wusste ich. Viertelfinale gewonnen. Nicht heute, FIFA. Die Spieler scheinen zu respektieren, die Fans lieben sie. Verraten sie uns das Geheimnis ihres Erfolgs. Ohne die Unterstützung unserer großzügigen Vorstand wäre dies alles nicht möglich. Sie sind das Rückgrat dieses Vereins. Ich bin einfach der Größte, den es jemals gab und jemals geben wird. Wir haben uns gemeinsam ein tolles Team aufgebaut, das sich in wichtigen Spielen als geschlossene Einheit präsentiert. Fanschützung plus 2, Teamorei plus 1. Achso. Ich bin... Okay. Und zwar jetzt geht's um die Wurscht. Oder so richtig. Wenn wir jetzt in der Euro... Ich guck gleich mal, was das ist. Dürfte aber die Euroleague sein. Und in der Euroleague die Gruppenphase überstehen, ist schon mal was. Und dann 3-0. Ja, ein hervorragender Sieg. Die Lokalzeitung möchte eine große Reportage über... Du zeigst dich für die Zeitung gegenüber. Und gibst diesen, der einige der Zeitung... Du lehnst ab, schickst dir... Nee, machen wir. Fanschutz und Team, oder? Sind alle dort hin? Nee. Auch nicht. Kein... Sind keine richtige Wettbewerb. Deutsche und dann... Und dann von 103. Und jetzt wirklich nur Pokale. Dann sie 3-0 weggeschickt. Wieder zurück in ihre Heimat. Hoffen natürlich jetzt wieder zu besiegen. Um mit einem Sieg glücklich zu sein. Und 4-0 gewonnen, also pff, bitte ich. Das war nicht nur ein Gegner. Hä? Der hier wurde Win. Okay. Ja, ich bin jetzt international. Das nächste Spiel. Europapokal. Europapokal. Europa, Europapokal. 3-0. Und jetzt dürfte es in der Liga weitergehen. Und jetzt sind die Spieler alle ausgetragen, oder? Eins mehr. Zwei mehr. Sind zwei nach da, dann haben wir hier 7. Ja, okay. Gleich viele Spiele. Dürften jetzt, nee, die haben immer noch eins weniger. Aber wir sind 3 Punkte hinter Vizekusen, weil Vizekusen darf nicht Meister werden, die sind Vizekusen. Steckt ja schon Name drin. Würde Vizekusen Meister werden, wäre so, als ob Hamburg absteigt. Hannover haben wir jetzt 2-1 besiegt. Was auch sehr wichtig ist. Und das zweite Spiel. So. Wenn er wurde im Polia gegründet, weiß ich leider nicht. Da hoffen wir hier auf einen Sieg. Ich glaube, das Hinspiel war ein 3-0. Oder bei uns, ich weiß nicht, wo wir gespielt haben. Ich glaube, auf jeden Fall war es ein 3-0, wenn ich richtig bin. Also hoffen wir hier auf ein 2. Wie sind wir, sind wir weiter? Bitte. Wo ist das Spiel? Wir sind 3-2 weiter. Ach, du grüne Neune. Das war jetzt schon mal eine Nummer für sich. Drei zu zwei weiter. Wir sind noch in allen Wettbewerben drin und haben den mit Abstand besten Torschützen. Wie viele Mannschaften haben der Titel gewonnen? 8. Haben den Premier League Titel gewonnen? 4. Nee. Von mir aus verlieren wir nicht. Also von mir aus gewinnen wir die Liga nicht. Andere Trainer in der Liga haben angedeutet, dass sie zwar einen Trainer mit verantwortungsbewussten Stars sein können, dass sie aber angesichts ihres lockeren Ziels nicht in der Lage wären, Jungs und Würde Schützlinge zu formen. Was sagt sie dazu? Unsere Jugendspieler scheinen sich alles sehr gut zu entwickeln.
Wer hat das gesagt? Ich lasse mich hier nicht auf seine Kleinigkeit ein. Wer fände es nicht leicht, Spieler zu trainieren, das Training ernst nehmen? Also, warum sollte ich mich auf sowas einlassen? Golder. 14, 1 mehr. 2 mehr, ja okay, wir haben 2 mehr als Hoffenheim. In welcher Saison steigt Wings zum letzten Mal in die auf? Sind sie abgestiegen, nie wieder aufgestiegen? Okay, bitter. Aber was nicht ist, das kann noch. Sieg ist Sieg. Egal wie wir den Sieg holen, Sieg ist Sieg. Inter. Im Viertelfinale gegen Inter. Und das zu Hause erstmal in Koblenz. Und wir natürlich auf den Sieg gegen Inter. In welchen Ecke kommt, Jungs? Bitte, 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 bitte. 1-0. Okay, der Sieg. Sie haben kein Auswärtstor geschossen. Und das zweite Spiel. Das alles entscheidende Spiel. Ein 2-1 würde uns reichen. Durch die Auswärtstorregelung. Dürfen nur nicht 2-0 verlieren. Nur nicht 2-0 verlieren. Nur nicht 2-0 verlieren. Bitte, bitte, bitte. 1-0-0, wir sind weiter. Und Sporting ist 10-3 weiter. Hamburg ist 4-3 weiter. 4-3 und wir sind 1-0. Wir haben uns schon am wenigsten Tor gefallen, aber wir sind weiter. Ach, du Grüne. Hamburg ist auch noch drin. Halbfinale im Deutschen gegen Dortmund. In Dortmund. Also das ist jetzt nicht so schön. Wir spielen in Dortmund gegen Dortmund. Gegen die, ja, Dortmund. Gegen die gelbe Wand. Wir verlieren es keine Schande. Und wir verlieren 1-0. Wer hat das da gemacht? Dürfte ich das wissen? Frei. Das ist keine Schande. Übrigens ist beim jüngsten Versuch, den deutschen Pokal zu gewinnen, gescheitert. Wie gesagt, keine Schande, wir sind international drin. Steck Hamburg. Wie oft hat die Mette... Also wir sind international drin. Haben jetzt den Deutschen im Halbfinale. Halbfinale. Wir dürften jetzt im Halbfinale der Euro, sage ich jetzt einfach mal, Euroleague sein. Und in der Liga im Titel dann dabei. Leverkusen, 2 mehr, warte, 5, 3, 4, 5, okay, gleich. Wir sind Leverkusen gleich und ein Punkt Titel Leverkusen, das ist in Ordnung. Welcher Fußballbrise hat sich inspiriert? Juve, natürlich. Die Frage hatten wir doch schon. 3-1. Dann sind wir aktuell erst der Halbfinale erstmal. Wir haben den ersten und den zweitbesten Torschützen, das ist doch super. In welchem Jahr wurde die Balltonwanderung gegründet? Die sind 10-3 weitergekommen. Bitte schießt um. 2-0 auswärts. Wir haben 2-0 auswärts. Unser Fanbus benötigt. Repariert. Kauft einen neuen. Also ganz klar, kauft einen neuen. So. 2-0. Also 2-0. Ich will das Ergebnis nicht sehen. Ich will das nicht sehen. Also wir sind 3-0 weiter und sind gegen Hamburg. Ein deutsches Finale. Wie gesagt, ein deutsches Finale. 2 Punkte hinter Hoffenheim. 2 Punkte hinter Hoffenheim und in einem deutsch-deutschen Finale. Wie viel Titel hat Sunderland gewonnen? Ein 1-1 gegen den BVB. Warte mal. 3. Wir sind Vierter. In den Playoffs. Die hat sich im Jahr den Aufstieg in die Premier League. Okay. Wir haben gewonnen. Sind tabellentechnisch, ich würde gerne wissen, welcher Platz wir sind.
Fernstürmen gestern das Azus Koblenz. Das sehen wir gleich noch. Sind wirklich Meister geworden. Wir haben die Bundesliga gewonnen, was unser Ziel war. Wir können heute das Double international klar machen. Das internationale Double und es ist unfassbar. Wartet. 1-0 Olic. Warte, wir waren 1-0 in Führung. Olic und wir haben in der Verlängerung, in der 100. Minute, haben wir das 2-1 geschossen. Und sind siegreich in dem TuS Koblenz, dem EFA, mit nach Hause. Koblenz, der Double-Sieger. Wir sind bei Tordifferenz 2, dabei nach dem Besseren. Wir haben 62 Punkte. Ein Punkt vor Bayern, vor Leverkusen, Hoffenheim. Wer steigt ab? Bochum, Köln und Bielefeld. So, Bielefeld, Bochum und wir gehen runter. Und gleich sehen wir aus Champions oder Euro. War aber Euro. Ich glaube, wir haben das Euro und Liga-Double geholt. So. Ja, das war die Euro, die wir gespielt haben. Dortmund hat gewonnen. Und wir haben da gewonnen. Und spielen damit Champions League. So. Wenn wir jetzt wieder Meister werden, also unser Ziel ist jetzt der Champions League, weil das ging relativ schnell. Aber jetzt gucken wir hier noch. Wir haben immer noch keine Spieler von dabei. Spiele der Saison, okay. Mit Bach Gladbach, Bree, wir haben keinen von uns bei. Wir sagen, es freut uns, dass sie in dieser Saison unsere Erwartungen erfüllt haben. Wir glauben, dass sie noch mehr Leistung können. Deshalb würden wir uns freuen, wenn... Ja, natürlich bleiben wir. Piss dich. So. Würde ich sagen, was ist mit der Folge? Haut rein, lasst ein Like da, Double-Sieger.